Hallo und herzlich willkommen zu Video Nummer 5. In diesem Video soll es gehen um die Unterscheidung zwischen klassisch und agil. Ich habe das ja in den anderen Videos schon öfters mal angedeutet. Es ist beides gleichwertig, beides macht Sinn, aber man muss wissen, wann und in welchem Einsatzgebiet man das ein oder andere Verfahren dann wählt. Es gibt zwei Modelle, die sich bewährt haben. Das erste möchte ich nur kurz anreißen, das zweite ausführlicher vorstellen, sodass wir dann im Live-Seminar damit sehr gut arbeiten können. Das erste Modell stammt von Ralph Stacey und es nennt sich Project Noise Level bzw. manchmal auch Stacey Landscape. Und was man hier sieht, ist eine Vierfeldmatrix, aber eben nicht mit klassischen Quadranten, sondern mit diesen Bogenfeldern. Und das Ganze ist an zwei Achsen aufgehangen. Zum einen geht es darum, was machen die Anforderungen? Sind die eher bekannt oder sind die eher noch unbekannt? Können die sich ändern? Dann wäre das weiter oben auf dieser vertikalen Achse. Und wenn die sehr einfach sind, eher unten. Und die andere Achse ist die Technologie. Wie sieht es da aus? Arbeitet man eher mit bekannten Techniken, dann wäre das links. Oder eher in Neuland, dann wäre das weiter rechts. Und dann sieht man halt eben diese vier Felder von einfach, kompliziert, komplex und chaotisch. Und dann ordnet man dann aufgrund dieser beiden Achsen dann die Methoden oder Projekte zu. Ich verwende, obwohl ich weiß, dass diese Matrix gut funktionieren kann, lieber die zweite Matrix, die ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Sie nennt sich Knefin und stammt von Dave Snowden, einem ehemaligen IBM-Consultant. Der hat auch mit den gleichen Begriffspaaren operiert. Er hat auch chaotisch, komplex, kompliziert und einfach verwendet. Hat in der Mitte noch dieses Feld für die Vorgänge und Projekte, die man gar nicht zuordnen kann, die dann in dieses Fragezeichenfeld gehören. Aber der Vorteil, finde ich, von diesem Knefin-Modell ist, dass man sehr viel Text an die Hand bekommt, um seine Entscheidungen gut treffen zu können. Zunächst einmal geht es darum, dass er sich befasst mit Ursache-Wirkungszusammenhängen. Das ist natürlich im einfachen Bereich eine ganz klare Geschichte. Ich weiß immer, welche Ursache welche Wirkung provoziert und kann das dann entsprechend leicht einordnen. Im Feld kompliziert ist das in jedem Fall vorhersehbar. Ja, das ist nicht mehr so ganz einfach, aber ich kann schon vorhersehen, wenn ich etwas tue, was da für eine Wirkung entsprechend bei rauskommen wird. Und das ist eben auf der linken Seite, bei den linken beiden Quadranten, nicht mehr möglich. Da ist die Ursache-Wirkung-Beziehung im Komplexen eben nicht mehr so gegeben. Stellen wir uns vor, das Fußballspiel am nächsten Samstag, das ist eben komplex, das können wir nicht genau vorhersagen. Da gibt es irrsinnig viele Parameter, viele Variablen, die eine Rolle spielen. Rechts beim Komplizierten, da können wir uns vielleicht ein Smartphone vorstellen. Egal, wie kompliziert das für einen Laien erscheinen mag, es ist doch irgendwie vorhersehbar, wenn ich die Dinge tue, die ich tun muss, um ein Smartphone zu produzieren, kriege ich eins raus. Und deswegen ist das Rechte eben kompliziert und das Linke eben in seinem Ursache-Wirkungszusammenhang nicht so sehr vorhersehbar. Der Sonderfall wäre dann links unten das Chaotische. Da kenne ich Ursache und Wirkung nicht. Da stellen wir uns vielleicht irgendeinen Unfall vor, einen Brand. Und niemand weiß, warum der entstanden ist. Man hat letztlich dann erst einmal, muss man ausprobieren, in einen anderen Modus gehen, weil man noch gar nicht am Anfang vielleicht weiß, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Die nächste Ebene ist dann, dass hier Vorgehensmodelle angeboten werden. Das heißt also, im einfachen Bereich, da muss ich erst einmal schauen, was ist das denn überhaupt, womit habe ich es zu tun? Dann klassifiziere ich das und sage, ich mache die Schublade auf, da habe ich das schon mal so ähnlich gemacht und dann kann ich handeln. Im Komplizierten ist es noch sehr ähnlich, ja, da muss ich auch erstmal mir anschauen, was habe ich. Ich brauche aber eine Analyse. Ja, ich kann nicht mehr so einfach sagen, ach, das ist doch Fall B oder C und da weiß ich schon, was zu tun ist. Ich brauche eine tiefergehende Analyse, kann dann aber auch handeln. Ganz anders wird es auf der linken Seite. Wenn ich mit komplexen Dingen betraut bin, muss ich erst ausprobieren. Ich muss erstmal Feedback bekommen von der Realität, um dann zu schauen, aha, an der Bewertung dessen, was ich dort ausprobiert habe, kann ich dann entscheiden, wie ich weiter vorgehe. Also das klassische agile Vorgehen, iterativ, inkrementell, bedeutet, dass ich auch Dinge erst einmal einfach mache, um dann entsprechend weiterdenken zu können. Und das Ganze verstärkt sich dann noch im letzten Quadranten, da geht es eben darum, wenn ich
die Ursache und Wirkung nicht in Zusammenhang bringen kann und es sich vielleicht jetzt um einen Brand handelt, muss ich erstmal reagieren. Ich lösche erstmal und mache mir danach immer weiter ein Bild von der Lage und versuche das dann zu überführen in einen der anderen Quadranten. Aber erst einmal steht die Reaktion auf diese Lage im Vordergrund. Es gibt noch weitere Begriffe. Zunächst einmal dieser Begriff Best Practice, der ist ja sehr bekannt und der ist immer dann angezeigt, wenn es um einfache Zusammenhänge geht. Ja, das ist diese Schublade, die ich aufmache. Ich will eine PowerPoint erstellen. Ich finde letztlich bei YouTube und im Netz fast alle Möglichkeiten, wie man das tun kann und habe dann meine Best Practice, die ich dann anwenden kann. Im komplizierteren Fall gibt es immerhin noch beispielhaftes Vorgehen, Good Practices, an denen ich mich zumindest orientieren kann, die ich vielleicht auch übernehmen kann. Auf der linken Seite geht das nicht mehr. Da gibt es Practices, die erst noch entstehen müssen. Da gibt es vielleicht halbfertige Vorgehensmodelle. Kann sein, aber auf jeden Fall muss ich mich rantasten. Ich bin also in diesem Gleichtaktsystem unterwegs, was mir dann immer wieder Feedback gibt, um zu schauen, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und im Bereich des Chaotischen muss ich einfach Dinge neu erfinden. Das ist einfach, da kann ich zwar Sachen auch ausprobieren, aber letztlich gibt es kein Standardvorgehensmodell, auch kein iterativ-inkrementelles mehr. Das ist erst die Stufe, auf die ich vielleicht dann noch hinarbeiten möchte. Naja gut, jetzt haben wir da eine ganze Menge Wörter in diesen Feldern stehen. Und das Schöne ist, da kann man jetzt wirklich praktisch mitarbeiten. Ganz einfach, indem man sich jetzt anschaut, was hat man zu tun? Was für Projekte hat man vielleicht? Dann kann man das aufschreiben auf einen Zettel oder halt eben virtuell und sagt dann, ich positioniere das Projekt 1 auf jeden Fall bei kompliziert, weil letztlich ist es nichts, was vollständig neu ist. Es ist nur schwierig und deswegen ist es da gut aufgehoben. Und das Projekt 2 ist vielleicht eins, wo ich erstmal einfach ein Angebot abgeben muss, wo ich überhaupt nicht weiß, was mich erwartet. Ich muss erstmal in die nächste Runde, um überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Dann wäre das zumindest am Anfang noch im chaotischen Bereich. Genauso mache ich das auch mit den Themen. Welche Themen haben wir im Unternehmen in der Zukunft? Die werden dann auch zugeordnet in die Quadranten. Sind die einfach? Sind die komplex? Oder weiß ich vielleicht im Moment überhaupt noch gar nicht, wie ich dieses Thema einzusortieren habe? Das geht auch mit Herausforderungen, die anstehen, vielleicht strategischer Natur, wo ich dann sagen muss, okay, ich habe schon eine Idee, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Vorstoß machen, um uns dann Feedback zu verschaffen. Dann wären diese beiden Herausforderungen hier mal im Bereich des Komplexen. Naja, und die Vorgehensmodelle, die ich dann anwenden kann, sind ja die Vorgehensmodelle aus den vorangegangenen Videos. Das heißt, auf der rechten Spalte kann ich dann wirklich plangetrieben vorgehen. Ja? Sowohl im einfachen als auch im komplizierten Fall ist es möglich, einen Plan zu erstellen und den dann auch sukzessive abzuarbeiten. Plangetriebenes Vorgehen. Und ihr ahnt es bereits, auf der linken Seite geht das eben nicht. Da muss ich mich iterativ, inkrementell vorarbeiten. Da brauche ich eben immer wieder diesen Abgleich, diesen Feedback-Zyklus, diesen Deming-Kreis, Plan, Do, Check, Act. Ich muss immer wieder wissen, wie reagiert die Umwelt, wie reagiert das Unternehmen, der Markt, all diese Dinge, die ich eben nicht so vorhersehen kann. Und dann bin ich beim klassischen agilen Vorgehen. Ja, so viel zu dieser Knäffin-Matrix. Ich finde, dass man in der Praxis da sehr, sehr gut mitarbeiten kann. Es heißt nicht, dass die Dinge, die einmal dort positioniert werden, natürlich nicht im Laufe von Projekten nochmal verschoben werden können. Das ist klar. Wichtig ist nur, kann ich eine Entscheidung treffen, bin ich auf der rechten Seite oder bin ich auf der linken Seite, weil das mein Vorgehensmodell beeinflusst. Und wenn ich mir auf der rechten Seite nicht mehr so ganz sicher bin, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, gleich ein agiles Vorgehensmodell zu wählen. Ich weiß ja dann spätestens nach den ersten Feedback-Zyklen, ob ich das bestätigt finde oder ob es dann vielleicht doch noch in einen klassischen Plan überführt werden kann, wenn das weiterbringt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen, eine Grobklassifizierung erst einmal vorzunehmen. Wir machen dann im Live-Seminar natürlich dann noch Praxisfälle und schauen uns an, was da noch alles hinter im Verborgenen lauern kann. Und letztlich hilft es aber immer zu fokussieren auf diese Matrix, weil das ordnet unser Denken. Und vor allen Dingen können wir sehr, sehr gut über die Argumente dann sprechen anhand einer solchen einfachen Matrix. So viel an dieser Stelle.
Ja, viel Spaß beim Ausprobieren, beim Vorbereiten. Wir sehen uns dann im Live-Seminar. Bis dahin, ciao.